Also fangen wir mal mit dem Airedale Terrier, Welsh Terrier, Parson Russell Terrier, Jack Russell, West Highland White Terrier, Scottish Terrier, Border Terrier, Tibet Terrier, Glen Ophimal Terrier, haben die meisten Leute noch nie gehört, Yorkshire Terrier natürlich, Schwarzer Terrier, der größte Terrier, den es gibt, ja, Bedlington Terrier, Boston Terrier gibt es zum Beispiel noch, Yacht Terrier ist auch noch, also sind viele Rassen, wo man überhaupt nicht drauf kommen würde, dass es überhaupt ein Terrier ist. Was hat es mit den Trimmen auf sich? Die meisten Terrier, also ich sag mal so 70-80%, sind rauhaarige Terrier, das heißt, sie haben Unterwolle und Decker, also ein doppeltes Haarkleid. Und da sollte man schon darauf achten, dass das Haar möglichst ausgezupft wird. Das heißt, das Decker wird ca. 5-6 cm lang und stirbt dann ab. Dann kann man es rausziehen mit einem gewissen Ruck. Vielen Dank. Die Ohren müssen frei sein. Die Haare aus den Ohren. Krallenschneiden gehört dazu. Und dann halt der komplette Hund. Also der Kopf, der Körper, die Füße, die Ballen innen. Da wächst auch immer schön. Terrier ist für mich schon eine schöne Rasse, eine spezielle Rasse, weil sie halt wirklich einen eigenen Charakter haben. Sie sind halt nicht gerade die leichtesten Hunde, die nicht leicht zu erziehbaren Hunde. Und ich meine, es ist ja auch ungewöhnlich, dass es ein Mann macht, sag ich mal, als Hundefriseur. Und ich denke, da sollte man auch schon ein Mann sein, wenn man Terrier trimmt.